Okay, angefressener Nunchuck, bereit. Neuer Grand Prix, bereit. Yoshi, bereit. Okay, okay. Manuell driften für ganz klaue Kinder. Jetzt hier, Sterncup. Dusis Piste, Blätterwald, Vulkanrollen, Cooper Cape, das ist geil. Da, Junge, da kannst du richtig driften. Das ist der, wo dein kleiner Bruder dran gekauert hat. Genau der ist es. Da hat dein kleiner Bruder richtig dran. Warum will der denn einen Nunchuck aufessen? Was ist denn mit dem verkehrt? Ich hab dem doch eiskalt und glasklar gesagt, dass ich das Plastik esse. Und was macht der? Na gut, ist eher Gummi, ne? Ist auch ein bisschen schmierig, das Teil. Ist das zufällig die Spucke von deinem kleinen Bruder? Weißt du was? Ich will's gar nicht wissen, ob das jetzt 6 Jahre alte Spucke ist. Ich will's, glaube ich, gar nicht wissen. Wir nehmen den jetzt einfach. Ah, weh. Weil ich glaube, der hat keinen Wackler und das ist das, was zählt. Yeah, Yoshi, du nicht. Du nicht. Das wird's. Der schöne Leuchtturm hier. Die Strecke fanden viele scheiße. Ich weiß gar nicht warum. Ich fand die gut. Ich mochte die. Yoshi, Yoshi. Konntest du hier so schön eng. Wow. Und dann kannst du hier oben lang fahren. Das war. Das war es noch, ne? Dann kannst du hier schön einmal wieder runter. Ich glaube, man kommt auch hinten lang irgendwie. Ich weiß bloß, dass man hier rein kann. Und wenn du einen Pilz hättest, wäre das noch geiler, aber auch so ist es ziemlich nice. Und dann bist du gleich hier vorne und hast ein Item und dann kriegst du gleich noch eins und zippe-zapp führst du erstmal halbe Strecke. Ach ja, Yoshi. Das macht Spaß. Ja, am Mario Kart Wii, das ist wirklich noch so, da kommt es noch auf die Zeit an, die du fährst. Nicht nur, dass du Erster wirst. Das macht die Nummer ein bisschen härter. Yeah, Yoshi, yeah. Ich kann gar nicht glauben, dass das nur 50 cc ist, wenn die KI so weit hinter einem, also so dicht hinter einem ist. Aber Gummibänder sind ein Ding, meine Freunde. Gummibänder sind ein Ding. Okay. Auf geht das. Und rechts rum. Kurve, Kurve, Kurve. Lange Kurve. Schön lang. Die Kurven immer schön lang nehmen, Yoshi. Naja, da war kein Mini-Turbo drin gerade. Egal, machen wir jetzt hier einen. Yeah. Wow. Na, das lief ja ganz gut, oder? Doch, kann man schon sagen. Das war in Ordnung. Yoshi, Yoshi! Moin in der Dark. Schön, dass du da bist. Nee, der Hund hat keine Schuld. Das war. War der Baby. Wie alt war der denn, als er das gemacht hat? Der war 26 Jahre alt, als er das gemacht hat. Frisch von seinem Ingenieurstudiengang nach Hause gekommen. Hausaufgabenzettel. Ah, scheiße. Nunchuck essen. Scheiß ist das. So war das. Eins und hopp. Haha, Jobby. Oh, die Strecke fand ich auch immer richtig gut. Guten alten Sachen. Ich habe das so lange nicht gespielt. Und dass ich das jetzt alles mal wieder sehe, ist richtig gut. Ja, Wario, das hast du ja ganz toll hingekriegt, ne? So sieht das übrigens aus, wenn ich mit Wario fahre. Na, Gumba. Wollen wir den mal mitnehmen? So, dann gucken wir mal. Ich liebe das, was die Musik jetzt gleich macht. Also, jetzt. Moment, jetzt. Ist einfach so gut, dass sie das in die Musik eingebunden haben. Ah, der hat auf einmal falsch rumgedriftet nach dem Trick. Ach ja, the good old sound effects hier. Den Drift hier drin. Boop, boop. Bip, 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 bip. Yoshi Power! Naja, das war auch eine meiner Lieblingsstrecken auf jeden Fall. Weil das einfach so cool war. Und ich habe gesehen, die haben die geile Drift-Scheiße aus dem Tunnel rausgenommen in der 7er-Version. Warum haben sie das denn gemacht? Das war doch das Beste dran. Warum haben sie das rausgepatcht? Oh Mann. Ich meine, ich habe Mario Kart 7 noch nicht gespielt, aber dass das fehlt, das stört mich irgendwie. Ah, das ist jetzt irgendwie. Irgendwie doof. Das war jetzt wirklich nicht so geil.
Aber rückwärts ausparken ging auch noch, ne? Hat man gesehen. So, dann mal wieder rein hier in das feuchte Nass. Das ist wie damals, als ich im Badeland Wolfsburg war, wo die geilen Rutschen waren. Immer schön hochgelaufen, dann hier rutschen, 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 geil, geil, geil. Und dann wieder ganz schnell hochgerannt, dann immer nochmal rutschen können. Das ist diese Strecke praktisch. Badeland Wolfsburg ist das. Piep, piep. Piep, piep. Und andere Seite. Jawohl, jetzt kommt die ganz lange Kurve. Ich liebe diese langen Kurven, ne? Das ist das Beste. Da kannst du einfach mal so viel Tempo aufbauen. Wupp, wupp. Na, leider eine falsche Itembox hingelegt. Sonst Frechdachs. Egal, nehmen wir den Pilz hier und dann passt das wieder. Oh, shit! Oh, Mann! Das ist Mario Kart Wii, ne? Da hast du keine Sekunde Pause. Gib's nicht. Gib's nicht. Alles weg. Alles aufs Maul hier. Bip, 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 bip. Ja, jetzt hier Star Cup. Star Cup. Wow. Ein Banananas. Bip, bip. Oh, ja, ja, geil. Da hatten wir ja noch keine von, ne? Ist jetzt auch nicht erst 5 Sekunden gefühlt her. Bip, bip, bip. Bip, bup, bip, bup. Und ab geht's. Rutschen. Jawohl, rutschen ist das Geilste. Bip, bip, bip. Oh, eine Red Shell, scheiße. Ah, Mann, ah, da sind aber Pilze. Das ist... Oh, das war jetzt ganz nice. Ein bisschen Schock-Dodge gehabt. Okay, die Runde passiert aber echt eine Menge Scheiße. Ah, das kann man schon nicht anders sagen. Also kann man schon, ne? Man kann es halt ohne das Wort Scheiße ausdrücken. Damit es kinderfreundlich ist, aber das müssen wir ja hier nicht. Also wird jetzt hier gedriftet und gemeckert. Vor allem gemeckert. Yay, meckern! Ja, Yoshi sind das auch klasse. Und der hinter mir kann nochmal meinen Green Shell fressen. Wer auch immer. Hm. Also die Wii hat ja jetzt auch gar nicht so viel höhere Grafikkapazitäten gehabt als der GameCube, ne? Kinderfreundlich um 22:40, sagst du ja, braucht man nicht. Aber wenn man so Mario Kart 8 verwöhnt ist, dann sieht man das hier und denkt sich, oh, das sah ja ganz schön aus, aber sieht schön aus. Ich mag das. Blätterwald. Blätter, Blätterwald. 3, 2, 1 und ab geht das. Badababu, jawohl, Jobby. Jobby, mein Kleiner, du und ich. Wir schaffen das. Und jetzt direkt nach dem Rauskommen das Ding hinlegen, dann trifft es bestimmt wen. Viel Spaß! Dürfen wir mal so ein bisschen durch die Haufen, da können Pilze drin sein. Sind sie aber nicht. Hast halt verkackt, True, gibt's nichts. Hier gibt's nichts, hier gibt's nur aufs Maul. Oh, die Wiggler, ich liebe die. Das war einfach die geilste Strecke mit hier. Neben der Kokospromenade und die Kay-Schikane. Ich liebe Blätterwald. Es erinnert mich auch einfach so an die guten alten Mario Galaxy Sachen, ne? Und die ganzen schönen Level da. Ich glaube, Mario Galaxy müssen wir im Stream auch unbedingt noch anfangen. Wow! Nein, kein Pilz. Da ist ein Pilz. Ich nehme natürlich nicht mit. Die Banane nehme ich wahrscheinlich noch fast mit. Oh Mann, Blätterwald. So ein schönes Breckchen. Nee, aber jetzt passt das mit dem Controller. Der angekaute... Oh, fuck. Der angekaute Nunchuck, der funktioniert. Wahrscheinlich, weil er angekaut ist, funktioniert er so gut. Na, Mario? Warum trickst du denn nicht? Ja, dann halt nicht. Oh, scheiße. Ich hoffe, ihn hat es auch erwischt. Egal. Bip, bip. Hast du noch gehört? Ja, ja. Du mich auch, wah. Der Einzige, der hier wah machen darf, ist Waluigi. Und der ist irgendwie auf dem 9. oder so. GameCube war für dich die beste Zeit. Finde ich jetzt gar nicht. Also ich bin mit den aktuellen Konsolen eigentlich ziemlich zufrieden. Also ich bin mit der Switch ziemlich glücklich. Das macht mir eine Menge Spaß. Ich sehne mich da jetzt nicht unbedingt zurück. Ich freue mich auch immer, wenn was Neues kommt. Ich kann die alten Spiele ja immer noch spielen, darf man ja nicht vergessen. Wenn ich da mal Bock drauf habe. Deswegen spielen wir heute Mario Kart Wii und nicht 8. Nee. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein alter Mecker-Fritze, der immer nur die alten Sachen möchte und sagt, sich zu zurücksehend. Ich weiß nicht, ich habe davon nichts. Ich freue mich auch über neue Sachen. Ich bin immer sehr hyped, wenn was Geiles Neues kommt, worauf ich mich freuen kann. Haha, yeah. Da haben wir den Pilz einfach mitgenommen.
So, Yoshi, diesmal machen wir das schöner. So war das geplant. Ja. Dann hier durch. Item, Trick. Komm, gib mir mal schnell die Banane. Yeah. Das ging richtig gut ausnahmsweise mal. Das nicht. Aua. Scheiß Blue Shells, ey. Immer wieder. Hopp. Diese Geräusche, die Yoshi macht, das macht mich so glücklich, ihn zu hören. Yoshi, du bist einfach der beste Freund aus meiner Kindheit. Da kann jeder andere Mario-Charakter einpacken. Yoshi ist einfach... Das ist Yoshi. Der schaut ihm in die Augen, das ist Yoshi. Und dann gibt es auch noch Pucci. Das ist Pucci. Habt ihr Pucci mal in die Augen geschaut? Dieser seelenlose Hund, ich liebe ihn. Ihm geht's richtig gut. Hier kann man auch bestimmt auch so ein bisschen anecken. Ja, das ging, das weiß ich. Dass man da so ein bisschen anecken konnte. Oh, das war knapper, als es sollte. Oh, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Gib mir den Pilz. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, sagt die Oma. Ah. Ihr wisst, wenn Rentner sagen, ach, das war ganz okay oder das war gar nicht so schlecht oder man kann es essen oder so, dann war es richtig gut. Rentner können keine positiven Worte über Dinge verlieren. Geht halt einfach nicht. Das geht halt einfach nicht. Ach, du Scheiße, wie weit führe ich denn? Ja, Switch ist richtig cool, dass die halt Hybrid ist. Das liebe ich. Die nächste Nintendo-Konsole braucht auf jeden Fall noch. Switch kam relativ spät. Also PS4 und so werden neu aufgelegt. Also PS4 und Xbox One wahrscheinlich jetzt bald. Also da kommen dann neue Sachen. Also PS5 wahrscheinlich oder sowas. Aber die Switch ist doch erst ein oder anderthalb, also anderthalb Jahre, glaube ich, jetzt anderthalb oder zwei. Also das geht noch. Also zwei, drei Jahre wird die noch aktuell sein, denke ich. Außerdem ist die Switch halt echt schon ein schönes Ding, finde ich. Also das kann man schon machen, auch als Handheld danach, ne? Weil sagen wir, die nächste Main-Konsole wird nicht Handheld, dann ist die Switch halt immer noch das Go-To dann, ne? Wenn du was mitnehmen willst. Außer Nintendo bleibt jetzt halt dabei, dass alle Konsolen so sind wie die Switch. Aber das weißt du halt nicht. Das kannst du nicht vorausahnen. Deswegen, also wenn danach eine Heimkonsole kommt, die halt nicht zum Mitnehmen ist, dann werde ich gut und gerne meine Switch auch noch benutzen. Was ich wahrscheinlich so oder so werde, weil ich benutze ja hier die Wii auch gerade noch und die besitze ich seit 2006. Also, und die wird immer mal wieder ausgepackt. Also ist alles super. Ich benutze ja alle meine alten Konsolen ab und zu nochmal gerne. Wenn man dann wirklich mal Lust auf ein bestimmtes Spiel hat, dann ist das halt so. Da muss das da sein, ne? Ansonsten wird man traurig. Und man halt die Erinnerung hat und es dann nicht spielen kann. Bisschen doof. Ach, Grumble Volcano. Grumble, Grumble Volcano. Gute alte Strecke. Ich meine, hätte ich einen Pilz, könnte ich mich auch links auf den Stein boosten und dann einfach drei Runden in 10 Sekunden fahren. Aber machen wir nicht. Wir sind ja hier fair und lassen den KI-Spielern, ob man die so nennen mag, ja, auch eine Chance. Yeah. Oh, ich liebe diese Yoshi-Geräusche. Oh, mal die Banane nicht mitnehmen. Das wäre ganz gut. Ja, jetzt kann ich auch anständig tricksen, ohne dass der Controller sich disconnectet. Das ist ganz angenehm. Oh Mann. Das war die ersten paar Cups auch ein bisschen nervig. Aber was soll's. Hop, 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 hop. Hau ab. Rachel, da machen wir uns nichts draus. Beep, boop, beep, boop. Ahoi, du kleiner Feuerfreund. Ah, ich will hier nicht mit in den Abgrund fahren. Aua. Ja, aua, sagte ich. Das ist so richtig, da liegt er am Boden, dann treten die nochmal nach. Was war denn das gerade? Das passiert einem bei 8 nicht mehr, ne? Das passiert einem einfach nicht mehr. Ich führe aber trotzdem noch ein Stückchen. Also will ich nicht meckern. Aha, jawohl, Jobby. Du nicht, du nicht. Heute Abend. Das ist es. Oh, Pilz. Den nehme ich gerne mit. Wow. Bei der Strecke bin ich auch relativ dankbar, dass sie die bei 8 mit reingemacht haben. Das war nämlich auch immer ein schönes Stück. Ja, ein schönes Stück. Das war auf jeden Fall kein schönes Stück. Den Pilz hätte ich einfach mal Pilz sein lassen sollen und nicht mitnehmen. Aber da war ich wieder gierig. Na egal. Aua. Ich weiß auch nicht, inwiefern es manchmal besser ist, einfach aus dem Stand diesen Trick zu machen. Ja, um loszufahren. Ihr wisst, welchen ich meine.
Ja. Ist gerade ein bisschen wenig Zeit dafür, weil die Gegner sind doch ein bisschen, also nicht nah hinter mir, aber ein bisschen nah zumindest sind. Ich mach das gleich im nächsten Rennen mal. Moment, ich zeige euch das dann, was ich meine. Also inwiefern sind das... Die sind beide fake, oder? Die sind beide echt. Ich dachte, hier wären keine Itemboxen. Oh, Yoshi schaut hier rum. Okay. Ihr wisst aber, was ich meine, ne? So komisch hin und her driften und dann losfahren. Monster Hunter ist leider zu spät. Bei World die Fanbase hat, hä? World ist das Monster Hunter. Ja, jetzt könnt ihr euch eine Diskussion machen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich spiele kein Monster Hunter so wirklich. Ah, jetzt ist das hier vorbei. Ja, nee, ich habe ein bisschen Generations U gespielt, aber ansonsten, ja, ist okay. Oh, 2 Sterne sogar. Da bin ich sogar ganz gut gefahren, ausnahmsweise. Das ist ja mal ganz nett zu hören. Und den Spezialcup frei. Sehr schön. Sehr schön. 2 Cups haben wir noch. Und König Bubu. Bubu, 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 Bubu. König Bubu, den fahren wir gleich.